Vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit stellt Schimmel in Mietwohnungen natürlich ein häufiges und auch ein sehr ernstes Problem dar. Damit verbunden ist einerseits in der Regel eine Gesundheitsgefährdung natürlich für den einzelnen Mieter, aber auch eine drohende Schädigung der Substanz des Gebäudes. Nach den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes ist in derartigen Fällen, also bei Substanzschäden, Gesundheitsgefährdungen, grundsätzlich der Vermieter erhaltungspflichtig. Das heißt, der Vermieter müsste hier für eine fachgerechte Sanierung sorgen. Das gilt insbesondere natürlich dann, wenn die Problematik auf Gebäudemängel oder Gebäudeschäden zurückzuführen ist. Es kann im Einzelfall aber natürlich auch den einzelnen Mieter bzw. die Mieterin eine Haftung treffen, nämlich insbesondere dann, wenn die Problematik durch ein falsches, fehlerhaftes Nutzerverhalten hervorgerufen wird. Besonders wichtig ist, für eine ordnungsgemäße Belüftung und Beheizung des Mietgegenstands zu sorgen, vor allem auch während feuchtigkeitsintensiver Tätigkeiten, also Lüften, Kochen, Aufhängen von Wäsche etc. Dabei kann auch helfen, einen Hygrometer anzuschaffen, um die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Das heißt, es ist besonders wichtig, beim Lüften beispielsweise für eine Querlüftung zu sorgen, wirklich vollständig geöffnete Fenster, mehrmals täglich, wenn möglich gegenüberliegend, um wirklich für einen bestmöglichen Luftaustausch zu sorgen. Wenn Schimmel in der Wohnung entdeckt wird, dann sollte das unverzüglich dem Vermieter nachweislich reklamiert werden. Es sollte zusätzlich auch eine entsprechende Dokumentation angefertigt werden. Und sicherheitshalber sollte gegenüber dem Vermieter auch erklärt werden, dass der weitere Mietzins nur unter Vorbehalt eingezahlt wird.